Servus beisammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit dem Brennmeister Minecraft Kailum. Und wir hocken hier wieder in unserem Kobbelgenerator, in unserem kleinen Ding, und werden einfach weiter abbauen. Ich weiß, das ist nicht schön, das ist auch nicht spannend, aber es geht gerade nicht anders. Wir brauchen ganz viel Cobblestone, weil wir uns eine ziemlich große Platte machen müssen. Und das geht nun mal nicht anders. Entschuldigung, so, ich trinke hier noch ein Liter Bierchen nebenher. Das wird sich wahrscheinlich bald in Wohlgefallen auflösen, da ist nicht mehr sehr viel drin. Vielleicht kriege ich ja meine Freundin dazu, mir eins zu holen, wenn ich sie hierbei, während wir hier abbauen und ich nichts weiter machen muss, als auf den Knopf zu drücken, schnell schreibe. Okay, ich habe gerade nochmal die Minecraft-WhatsApp-Gruppe geguckt. Ja, da ist ein Obsidian. Hasi-Bier bitte, ist so langweilig. Schauen wir mal, ob sie noch rechtzeitig kommt. Meine Freundin kennt zwar Minecraft, und sie hat viele hundert Folgen mit mir bei Gronkh geguckt, damals noch in der guten alten Zeit. Ich habe irgendwie bei Gronkh angefangen, bei Folge 150 oder irgendwie sowas. Schon wie lange ist es her? Irgendwann war es Folge 1000 oder 900 irgendwas. Dann hat er ja... Jetzt macht er ja kein Minecraft mehr. Ich kann die Entscheidung verstehen. Na komm. Ich kann die Entscheidung durchaus verstehen. Wenn man so oft, so lange und über so viele Jahre hinweg quasi Minecraft gespielt hat, dass man dann keine Lust mehr dazu hat. Aber er hat super gemacht. Darum. So. Da stehen Creeper auf dem Feld. Auf dem Feld. Da stehen Creeper auf dem Feld. Und jetzt greifen sie mich gleich an. Auf dem Feld, auf dem Feld. Ich will nicht, dass sie über dem Feld explodieren. Nein, nein! Scheiße! Shit! Nein! Ihr kriegt mich nicht. Shit, der schöne Dirt. Okay. Erst einmal retten, was zu retten ist, schnell. Na komm. Habe ich den Dirt wieder auffangen können? Ich weiß es nicht, verfluchte Mist. Shit. Wo kamen die denn her? Wahrscheinlich irgendwo da hinten gespawnt oder sowas. Das kann doch gar nicht sein. Hier kann doch gar nichts spawnen mehr. Naja gut, ich muss mir, wenn wir mal haben, wollte ich mir eh eine Packung Dirt wünschen. Ich habe hier wieder ein bisschen welchen abgebaut. Das ist, glaube ich, ausgleichende Gerechtigkeit dafür. Einmal habe ich auch. Den fülle ich gleich mal mit Wasser. Vielleicht erst Wasser auf sie kippen sollen. Verfluchter Mist, ich depp ich. Ja. Dann heißt es erstmal in der Folge, das Feld neu anpflanzen. Ah, nein, hier nicht. Da. Das rein.
Potatoes muss ich mir draußen holen irgendwo. Shit. Warum ist es aber hier auch überall so dunkel? Ja, kann meine Mitspieler nicht einmal irgendwas richtig ausleuchten? So nicht, sondern so. Potatoes, was bist du? Du bist wahrscheinlich auch eine Potato. Ja. Hast du nicht Karotten gerade mitgenommen? Irgendwo Karotten? Hier. Nee. Alles Potatoes. Potatoes? Potatoes haben jetzt keine Karotten mehr. Das sind noch Karotten, hoffe ich. Ja. Das sind keine Karotten. Irgendwann müsste man mal das Feld ordentlich bauen. Das ist nur eine einzige Karotte rausgekriegt. Für 27 Karotten. Ja. Na gut, dann gibt's bald keine Karotten. Gibt's nur noch gebackene Kartoffeln hier. Potato, 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 Potato. Oak Saplings, dann eben so auch normale haben Seeds da. Effektiv ist das hier nämlich natürlich auch nicht, was wir hier machen, aber es ist okay. Hoffe ich. Ja, zwei Karotten. Zwei. Haben wir noch ein Schild? Ich glaube, ich habe da drin noch eins. Da. Achtung! Verflucht. Achtung, nur. Achtung, nur noch. Drei. Nur noch drei Karotten. So. So. Kann man jetzt, ja. Vorerst mal genug. So. Wir fangen erstmal an. Achso, ich muss die Spitzhacke weglegen. Natürlich. Die Spitzhacke kommt wieder zurück, wo sie war. Ist noch Obsidian. Muss doch irgendwo Ding haben, so. Sollt ihr vielleicht direkt mal so einfach an die Tür anbringen? Gut, was habe ich gesagt? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. So. Komme ich hier das Netherportal? Naja, egal. 1, 2, 3, 2,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Und eine außenrum. So. Neue Dinger hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Sich 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ich müsste eigentlich noch zwei darüber. Eigentlich. Eins. Zwei. Und dann hier erst runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Boah! Perfekt. Jetzt muss ich nur weiterbauen. Keine Slaps mehr. Macht gar nichts. Kriegen wir schon. Wie mein Arm immer verschwindet, wenn ich irgendwie jetzt nichts gucke. So, meine lieben Freunde, wir werden jetzt die nächsten 300 Stunden damit verbringen, Slabs und Cobblestone zu farmen. So. Essen, Essen, Essen. Sind das normale Kartoffeln? Ach. Halten ja nicht lange vor, egal. Dum, 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 dum. Ich werde mich so hassen für das Projekt hier. Wahrscheinlich jeder andere auch, aber... egal. Kann ich die nächsten 50 Folgen hiermit verbringen wahrscheinlich. Ja, so ist das nun mal im Leben. Entschuldigung, wenn ich hier rede, aber ich konzentriere mich hier gerade darauf, dass ich hier beim Bauen keinen Fehler mache. Ich weiß, das mag sich für manche komisch anhören, aber ich bin ja kein so guter Minecraftler. Sowas hier zum Beispiel. Cho, 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 cho. Oh.
Upsala. Ah. Ah. Na komm. Na komm. Ach, verfluchter Mist. Ich muss eh gleich. Ich muss eh irgendwann neue Cobblestones farmen, von daher. Kann ich da noch warten bis dahin. So. Spalte Nummer Uno. Ich muss nur, bevor ich die Aufnahme hier beende, unbedingt noch eine zwei oder drei Türen da vorne reinbauen. Damit die Viecher da hier nicht rauskommen. Noch genau. Ja, ja, so kann's gehen im Leben. Also dem Wasser vorne habe ich aber auch geärgert, dass dann alles weggespült war. Das habe ich natürlich, als ich die untere Plattform damals gebaut habe, nicht bedacht. Noch. So. Bauen wir uns mal hier eben eine neue Tür ein. Sollte hier ausgeleuchtet genug sein, da sollte hier nichts passieren. Eine Tür, wie war das so? Nein, so nicht. Auch nicht. So, ne? So. Nein. So auch nicht. So. So, nein. Alle nochmal so eine Holzpforte quasi. Ach, die waren mit Stickies, oder? Irgendwie. Irgendwie so. Nein. Ja, so. So. Ha. Oh, cool. Fanscan. In einer Minute läuft dann auch eine Zeit ab. Ja, lass mich noch schnell hier meine Tür einsetzen, die total erfolgreich und sicher hier ist. Zack. So. Kann sie auch gar nicht hochspringen oder sowas, ne? Nee, nee. Ja. So. Gut. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play mit dem Brennmeister Minikraft Keelum. Viel Spaß und bis dann. Tschüss. Dann tschüss.